Sehr geehrte Damen und Herren, herzlich willkommen bei dnews 24 TV. Ich bin Uwe Matthias Müller und heute geht es um die Frage Grundrente und politische Diskussionskultur. Ich habe Ihnen heute ein paar Bilder mitgebracht, durch die wir uns durchhangeln wollen und schauen mal, was das ergibt. Kein Gesetz kann den Wünschen aller Menschen entsprechen. Wir müssen zufrieden sein, wenn es im Großen und Ganzen und der Menschheit nützlich ist. Das hat vor 1000 Jahren Titus Livius, ein römischer Geschichtsschreiber, gesagt. Was bedeutet das? Schauen wir uns das mal an, bezogen auf das neue Gesetz der Grundrente. Wenn Sie anschauen, das ist mal ein Schlaglicht der Presseberichterstattung aus den letzten Tagen. Frau Kramp-Karrenbauer, CDU, Frau Malu Dreyer, SPD, Markus Söder, strahlend verkünden Sie den Kompromiss zur Grundrente. Ein großer Durchbruch nach mehr als 10 Jahren Diskussion, nun endlich von der sogenannten GroKo beschlossen. Und hier das Presseecho. Schauen wir uns das im Detail an, was das bedeutet. Hier nochmal die glänzenden Gesichter, die Fröhlichkeit und Zufriedenheit ausstrahlen. Ich übrigens bin in den letzten Tagen oft als Meckerkopf und als Querulant und Nörgler bezeichnet worden, weil ich nicht alles, was an der Grundrente dran ist, auch für gut halte. Aber wir werden das am Ende beurteilen. Olaf Scholz, er kandidiert für den SPD-Vorsitz, aber wichtiger noch, er ist Finanzminister und soll den Kompromiss, der bezüglich der Grundrente getroffen wurde, finanzieren. Kann das funktionieren? Betriebsrentner werden von Krankenkassenbeiträgen entlastet. Dazu muss ich jetzt mal 3 Sätze formulieren. 2003 hat die damals rot-grüne Koalition, bestehend aus SPD und Grünen, beschlossen, dass betriebliche Altersversorgung, also Betriebsrenten, auch einen Sozialversicherungsbeitrag zahlen müssen. Aber da es ja dann keine Arbeitgeber mehr gibt im Ruhestand, müssen diese Sozialbeiträge allein von den Arbeitnehmern getragen werden. Das sind sogenannte Doppelverbeitragungen, ein schönes deutsches Wort. Seit 2005, seit Frau Merkel regiert, seit nunmehr 14 Jahren wird darüber diskutiert, diese Doppelverbeitragung abzuschaffen. Im letzten Jahr hat der CDU-Bundesparteitag auf Druck von Bundesminister Jens Spahn, der auch stellvertretender CDU-Vorsitzender ist, dazu einen Beschluss gefasst. Und die Bundeskanzlerin sagte, das würde sie nicht interessieren, sie sei Regierungschefin. Und was ein Parteitag beschließt, das sei für sie nicht relevant. Jetzt gegen ihren Druck ist diese Doppelverbeitragung abgeschafft worden. Also Betriebsrentner müssen künftig nur noch die Hälfte zahlen. dnews 24 hat geschrieben, GroKo bastelt an der Rente. Hier ist mit der Grundrente mal wieder ein Trostpflästerchen für besonders Betroffene geschaffen worden, war unsere Meinung. Und die Grundrente ist ein Murks, habe ich selber kommentiert, weil bestimmte Voraussetzungen einfach nicht berücksichtigt werden. Schauen wir weiter. Was ist damit gemeint? Zweifel an der Finanzierung der Grundrente meldet die Deutsche Rentenversicherung selbst an. Sowohl der Präsident als auch die Vorsitzende, Frau Rotzbach, haben gesagt, so wie das jetzt geplant ist, kann das nicht funktionieren. Das ist technisch gar nicht umsetzbar, weil erstens das Informationssystem nicht funktionieren wird von den Finanzämtern hin zur Rentenversicherung. Und zweitens, weil die Finanztransaktionssteuer, die Grundrente finanzieren soll, nicht beschlossen ist. Und sie steht unter einem EU-Vorbehalt. Das heißt, diese Steuer soll nur eingeführt werden in ganz Europa, nicht nur in Deutschland. Das ist ein Vorhaben, das seit 2008 nicht umgesetzt werden konnte. Warum soll es jetzt funktionieren? Die Zweifel daran sind groß. Auch der Rentenexperte Bert Rürup, früherer Berater der Bundesregierung, Erfinder der sogenannten Rürup-Rente, teilt diese Zweifel. Er sagt, so kann die Grundrente nicht funktionieren. Und auch da nochmal, der Spiegel berichtet auch, dass die Spitzen der deutschen Rentenversicherung nicht glauben, dass sie bis 2021 das System umsetzen können. Schauen wir weiter und sehen, dass die Welt titelt, das System erodiert, unsere Rente ist nicht mehr sicher. Sie erinnern sich an
Norbert Blüm mit dem legendären Spruch, die Rente ist sicher. Ich habe immer gesagt, die Rente ist sicher, aber die Höhe nicht. Die Welt hält jetzt auch die Rente an sich nicht mehr für sicher. Die Grundrente ist ein Murks, hat man schon gesagt. Und die Frankfurter Rundschau meint, das Thema Rente muss ganz anders angepackt werden als jetzt. Warum? Weil wir ein grundlegendes neues Rentenwerk brauchen. Wir haben eine alternde Bevölkerung, wir haben junge Leute, die nicht mehr so zahlreich sind, die nicht mehr so viel Geld verdienen. Und wir müssen einfach schauen, dass die private und betriebliche Altersvorsorge gestärkt wird, dass die Menschen verstehen, dass die Staatsrente alleine nicht ausreichen wird, den finanziellen Lebensstandard im Alter zu sichern. Nur wenn das begriffen wird, wenn die Politik das kommuniziert und wenn Altersversicherungssysteme geschaffen werden, die nachhaltig finanziert sind und tragen, nur dann kann unser System auch in die Zukunft reichen und damit auch politische Sicherheit entstehen. Wenn wir in die nächste schauen, dann sehen wir nochmal Frau Kamm-Karrenbauer, Frau Dreyer, Herrn Söder und Herrn Scholz. Das sind die, die jetzt handeln müssen und die auch aufgefordert sind, nicht nochmal 2 Jahre zuzuwarten, bis die Rentenkommission getagt hat und Vorschläge erarbeitet hat zu einer umfassenden Rentenreform, die dann diskutiert und verwässert werden und dann irgendwann beschlossen werden. Nein, wir müssen jetzt handeln, wir müssen jetzt Ideen entwickeln und jetzt Ideen umsetzen, die eine gute Rentenreform zukünftig tragen in den nächsten 10, 20, 30 und 40 Jahre. Sonst ist der Generationenpakt, wie wir ihn jetzt kennen, schlicht und ergreifend tot. Das ist mein Plädoyer. Und ich bitte Sie ganz herzlich, an dieser Diskussion teilzunehmen und auch Ihre Bundestagsabgeordneten, Ihre Landtagsabgeordneten, alle die, die für Sie in der Politik tätig sind, die Sie in den Parlamenten repräsentieren, anzusprechen und zu sagen, jetzt müssen wir was tun, wir müssen jetzt die Probleme anpacken und jetzt lösen. Sie können uns übrigens auch auf den sozialen Medien folgen. Wir sind dnews24 bei Facebook mit dnews24 aktuell oder bei Twitter dnews24 Medien. Ich danke Ihnen ganz herzlich, dass Sie mir zugehört haben und wir handeln nach dem Motto, wir informieren, Sie entscheiden. Also bleiben Sie bei uns, wir bleiben für Sie am Ball.